Moin Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion TL 2 im 4 gegen 4 Classic Mode. Wir gehen jetzt Fiesta rein. Es gibt Gegenangriff. Welcome to Nova. Der andere hat auch schon Fiesta genommen, aber ist mir egal. Wir müssen ein bisschen Fiesta trainieren, einfach um mehr Rocker aufzubauen. Ich habe da gemerkt, dass ich da ein bisschen nachlasse. Deswegen spielen wir Fiesta, um da wieder gegenzuwirken. Gegenangriff deswegen super gut. Wir werden den mitnehmen. Also Tanks sind schon stark. Ich glaube, wir lassen es erstmal dabei. Wir nehmen eine Wurzelqualle mit, weil wir dadurch den Leak bekommen. Ich vermute mal, aber es wird eine Schnecke geschickt, deswegen machen wir das. Keine Schnecke. Okay. Pyro. Okay, da wird erst noch nichts passieren. Ja, der schafft es gerade so. Ja gut, nehmen wir den Gaukel mit. Sechs Worker Gaukel am Start. Der Rote hier neben mir, auch Fiesta genommen. Fiesta mit Zwergbanker. Das ist interessant. Ja, den nehmen wir auch mit. Ist okay. Im besten Fall hätte ich natürlich jetzt mehr gehalten, aber so ist das, wie es ist. Wir können den 7. Locker mitnehmen. Gargoyle. Knochenkrieger. Steht ganz schön weit runter. Aber im Power Score bin ich Platz 2. Der Unhold, der tut weh. Holy shit. Okay, das war zu viel. Das war zu viel, was ich da durchgelassen habe. Ich werde jetzt mal keinen Blocker holen nächste Runde, sondern was hinstellen. Stichschaden. Ich bin eigentlich kein Freund von dem. Aber wir nehmen ihn jetzt mal mit. Und von der nächsten Runde auf jeden Fall noch einen Blocker. 7 Stück sind schon da, das ist nicht schlecht.
Muskelfalle tot, Gargoyle tot. Ah, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Perfekt. Perfekter Fiesta League. Eine Einheit und das war noch die Echse. Nehmen wir den Bunkcrusher mit, weil dann kann ich noch einen Mörker bauen. Und auf 6 schicke ich dann auf den Pyro. Hat schon einiges dazu gebaut. Können wir auf jeden Fall noch einen Worker mitnehmen. Ein Stichschaden wäre gut. Ja, ich schicke eine Blut rein, was soll's. Ja, regeneriert zu Shahawk. Ja, zu stark regeneriert für mich. Ich krieg außer einer Stärke kriege ich nichts mehr rein. Ah nee, den Bunk. Nee. Spaut sie noch aus Skelettkrieger. Kleiner Lieg. Und ich habe 4 durchgelassen. Es geht besser als nichts gehalten. Man hat ja auch 100 geschickt. Let's go, boys. Ich mir auch noch mal ein Blut rein. Und auf jeden Fall einen Worker, 100%ig. Echse geht noch. Da haben wir noch was gegen die beiden. Crab Lord. Okay, Pyro ist down. Ah, da sind schon noch die Kleinen da. Ah, sieht gut aus. Sehr gut. Schick mal Turtles rein. Wurzelqualle sollte reichen. Ich bin fast ganz oben. Ich brauche 16 Worker schon. Wer ist nah dran? Ich
180, also der hat auch schon ordentlich. Ganz viele Schnecken geschickt. Jetzt können wir auf jeden Fall noch mehr Würfel holen. Ganz viele Elementare. Ja, das halte ich wohl. Obwohl ich 100 runter bin, ne? Das ist schon heftig. Eigentlich noch einen Worker haben. Wir setzen die mal hin. Die ist jetzt in der Runde nicht ganz so stark, aber nächste Runde. Und da können wir hier auf jeden Fall noch ein bisschen was drumherum bauen. Okay, Maulwurf mit rein. Oh, 21 Worker schon am Start. Ah, es wird eng. Der Pauschal kam noch raus. Sehr schön. Das schafft er nicht. Let's go, boys. Das perfekte Fiesta. Machen das so. Ein bisschen zu viel gebaut für Fiesta-Verhältnisse. Aber so ist es. Krabben sind nervig, ne? Okay, Pyro down, Crab Lords, beide down. Jünger hat den Schatten rausgekriegt. Durch. Perfekt. Auch nicht mehr so viele Leben. Ja. 27 Worker. Wir haben den Gaukel mal noch im Lauf. Zuschuss wäre auch nicht schlecht gewesen. So, aber Bösewicht, weiß ich nicht. Bringt mir glaube ich nicht so viel. Also hier auf jeden Fall. Hier hoch. Gucken wir mal rüber. Naja. Aber der will übrigens skalieren, der Rote. Ist auch direkt hinter mir. Oh, ein Leck. Auch nicht so schlimm. Auf 13 werde ich dann einen dicken Set machen für den Pyro. Ah, das hält sich hoch. Ich glaube, das wird nichts. Tech Speed und Healing. Schade.
Sehr schade. Auf jeden Fall werten wir den jetzt mal auf. Wir können auch hier drüben noch einen hinstellen. Und die Worker rein. Ich habe schon 32. Ich bin ganz oben. Und wenn er ist Platz 2 mit seinem Skalierbild, mit den ganzen Goldwerfern, die fast alle maximal sind. Und ich bin einfach nur fett mit Fiesta. Fünfhundert! Das ist heftig. Das ist schon heftig. Also wir schauen, er hat Crab Lords. Aber eine Menge magischen Schaden. Natürliche Verteidigung. Naja, mal sehen. Können wir auf jeden Fall noch mehr Worker pushen. Ja, den Helmet mit. Auch schon 46 mittlerweile. Pyro 1 down, 2 auf. Da wird der Crapboard schon gekillt. 2 sind weg. Dritte Crapboard ist weg, aber es lebt nur noch einer. Ah, 3 ist okay. Ah, das blockt doch. Zu schade. Könnte sich da noch ein bisschen was hinstellen. Fürst des Todes, nice. Nehmen wir mit. Ochse würde mir noch was bringen. Ochse fallen raus. Zack. Plus 790, ey. Die Goldwerfer, der übelst Kohle. Das war ganz schlecht. Aber das werden die wohl nicht schaffen. Holy shit! Das sieht gar nicht gut aus. Werd dir das Dark Hall nochmal hoch, der ist wichtig. Da haben sie uns den dicken Cent gegeben.
Gucken wir mal. Nochmal 660. Ja, wir holen Walker. Okay, die Kleinen sind alle weg. Thaddeus kriege ich nicht mehr. Habe ich den durchgedrückt? Ja. Muss so gewesen sein. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall die ganz gut dabei. Hier kann ich jetzt den Ochsen hinstellen. Der Ochse wird ein guter Tank. Werten die mal auf. Können dann hier einfach noch eine hinstellen. Und den Rest in Worker packen. Das ist ja schon mal was. Jetzt kriege ich auch 860 ab hier jede Runde. Aber ich habe diesmal ein bisschen mehr gebaut. Das geht voll klar. Hexe rein. Das ist ein guter Leak. Nehmen wir mit. So viel ist es nicht. Brauche ich ein Voreis? Eigentlich nicht. Nehmen lieber den Ogre noch mit rein. So. Wir müssen hier mal aufwerten. So sieht das gut aus. Viele kleine, nehmt den mal mit. Und dann schauen wir mal. Jetzt auch 1160er ab. Das ist ein bisschen mehr. Aber der Gelbe, der ganz oben ist, schickt auch auf mich. Aber ich will ja auch. Das ist mein Fiesta ein bisschen verkacken. Vielleicht sieht er das auch nicht. Oh, die Power senden jetzt einfach jede Runde. Ah, diesmal komme ich hier durch. Okay, es werden auf jeden Fall die letzten Worker sein. Oh, die prügeln richtig. Das geht auf jeden Fall zum King durch. So. Mir auf jeden Fall einen Fürst des Todes hinstellen. Das ist wichtig. Was
Was könnte man noch machen? Komm, wir nehmen den Golem einfach mit. Packen hier noch zwei Gargoyles rein und gut. 1520. Ich habe nicht mal alles rausgeschickt. Joker gibt es auf jeden Fall keine mehr. 128 reichen. Ist auch geblockt. Anscheinend schicken wir eh nochmal. So. Your will is my command. The crescent moon shines bright. What do you need? Packen wir hier einfach noch welche dazu. Können wir hier noch einen Fürsten hinstellen? Ich würde die tatsächlich noch aufwerten. Den können wir noch aufwerten. Alter, zu viele Krabben. Und die Pyros sind alle auf einer Ecke. Bei mir klappt das nie, da teilen sie sich immer auch auf. Komm, wir bauen hier noch einen hin. So sieht das doch okay aus. Schickt ja einfach weiter. Mega Eier noch hingesetzt. Ich überlege, hat viele Pyros, viele Crablaws. Das heißt, mit Krak sind wir auf jeden Fall gut dabei. Hat viel magischen Schaden. Hat auch Orchideen mit magischen Schaden. Stichschaden hat er nur das und das bisschen ist Aufprall. Beziehungsweise die Stockholder hat er natürlich noch. Hört man die noch auf? Also Kraken wären auf jeden Fall nützlich. Aber er hatte halt übelst viele von diesen Scheißviechern. Aufgewertet sogar. Das ist nicht ohne. Ja, die Pyros, die hauen ordentlich weg. Sie sind noch zu fett dabei. Nächste Runde zu schicken, wäre Quark. Müssen schon noch eine warten. Durch den Send ist er zumindest da durchgekommen. Aber er hat auch ohne Send verkackt.
Geht schon los, okay. Oh, komm, müssen rein. Gut, dann stellen wir den eigentlich noch hin, da kriegt er noch den Buff. Time for some action. Ja gut, dann geht's jetzt los mit 3200. Auf Wechsen. Ich habe nicht mal so viel, der hat noch mega viele Worker geholt. Also ich bin tot. Alter, der blockt übelst viel. Ich meine, ich krieg den, aber das ist halt im 4 gegen 4 ist das OP, weil das zögert übelst hinaus. Auch wenn du nicht hältst, wird das so lange rausgezögert, dass das andere Team zuerst tot ist. Also war eine gute Fiesta-Runde. Habe ich schön gespielt, muss ich schon sagen. Manchmal auch nur einer durchgelassen, das war geil. Stark, stark, stark. Er hat deswegen auch so viele Worker gehabt, weil er auch Fiesta hatte. Mit Gegenangriff. Krass. Das war eine weitere Runde Legion. Schaut auch gerne bei anderen Videos vorbei. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.